Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr darauf, mehr zu erfahren über Motivation, Macht und Nudging. Und freue mich auf die Präsentation, wer will was von wem, und würde gleich übergeben an die drei Referentinnen. Genau, ja, hallo zusammen. Wir sind zu dritt, auch wenn jetzt wahrscheinlich nur ich eingeloggt bin. Also auch Eva ist hier und Inka. Wir sind von der Universität Duisburg-Essen, dem Institut für Sachunterricht und Geografie, und freuen uns auch, dass wir präsentieren dürfen hier beim Future Festival. Und uns wurde noch der Tipp gegeben, dass ihr die Präsentation als Fullscreen euch auch gerne anschauen könnt. Genau. Das müsst ihr halt selber einstellen, deswegen da nur kurz der Hinweis. Ich erzähle ganz kurz, was wir vorhaben. Drei Teile versuchen wir in der Kürze der Zeit zu realisieren. Wir starten mit einem kleinen Impulsvortrag, und da soll es halt auch darum gehen, warum beschäftigen wir uns mit den Dingen, und geben so einen Einblick, wie kommen wir eigentlich auf unsere Forschungsfragen und stellen ein Lehr-Lern-Projekt vor. Dann würden wir mit euch versuchen, in dieser kurzen Session auch interaktiv zu werden und laden euch ein, mitzudiskutieren und mitzuschreiben auf dem Miro-Board. Da findet ihr jetzt schon den Link in dem Chat. Den haben wir schon reingepostet. Ich wechsle jetzt auch mal eben den Chat auf. Hallo aus Jena, ja, hallo zurück. Und genau, also geht schon mal aufs Miro-Board. Wir erklären dann gleich noch, wann, wie und so weiter. Und da möchten wir eben dann auch euren Input hören, Fragen zu Macht und Beeinflussung mit euch diskutieren und dann auch noch einen kleinen Ausblick geben, was bisher unsere Forschungsergebnisse sind, unsere Begleitforschung zur universitären Lehre und was wir gerne jetzt auch weiter vorantreiben wollen würden und uns da an interessanten Fragen überlegt haben. Genau, ich hatte ja gesagt, wir beginnen damit, dass wir ein bisschen erklären, wie kommen wir eigentlich auf unsere Fragen. Und deshalb möchte ich jetzt ganz kurz ein Lehr-Lern-Projekt vorstellen, ein Inverted Classroom in der Lehrerinnenbildung. Und da gar nicht auf alles eingehen, weil das eine recht umfassende Geschichte ist, und mich eher auf Selbststeuerung, Gamification und Motivationsaspekte konzentrieren. Aber einfach, damit ihr so den Hintergrund nachverfolgen könnt. Es gab hier mal eine Einführungsveranstaltung für unsere Lehramtsstudierende, klassisch in Präsenz als Vorlesung und dazu Übungen. Und dann haben wir gesehen, dass wir da doch einige Herausforderungen haben, wie beispielsweise fehlende Anwesenheitspflicht. Wir sind an einer PendlerInnen-Uni. Die Vorlesung war nicht an eine Prüfungsleistung gebunden und so weiter. Gleichzeitig sind wir im Sachunterricht auch interdisziplinär unterwegs und beziehungsweise versuchen uns auch an die Lebenswelt von SchülerInnen und Schülern zu orientieren und versuchen das natürlich auch in die Lehre zu transferieren und haben deshalb auch den Gedanken verfolgt, dass Digitalisierung und digitale Lehre als etwas Erfahrbares, Realisierbares auch schon im Studium angeboten werden sollte. Dadurch ist dann das Projekt, daraus ist dann das Projekt entstanden, die digitale Lehrerinnentasche. Man kann, glaube ich, ganz schnell hier die Symbolik dahinter erkennen. Genau. Zunächst einmal zu ein paar Gamification-Elementen, die wir da eingebaut haben. Also wir haben irgendwie auch festgestellt, so ein E-Learning zu machen, also eine Präsenzvorlesung in eine digitale Lehrveranstaltung umzuwandeln und dann, sagen wir mal, schlichtweg Vorlesungsvideos hochzuladen, aktiviert jetzt auch nicht unbedingt viel mehr. Da kommen auch nicht unbedingt viel mehr Studierende. Also haben wir überlegt, gut, wir bauen unsere Inhalte in kleine Aktivitäten um und spicken das Ganze noch mit ein bisschen Gamification. Konkret ist das also dann hier so, dass Studierende für die Einheiten, die sie pro Vorlesungseinheit machen, Punkte bekommen und sich dann eben über das Tool Level Up symbolisch die Lehrerinnentasche füllt. Ist das Moodle? Ja, das ist Moodle. Das ist schon das neue Design bei uns, gerne von Moodle. Und es ist alles in Moodle realisiert und realisierbar. Von Universität zu Universität sind die Plugins ja verschieden. Aber ich glaube, so etwas oder so etwas Ähnliches sollte an vielen Hochschulen möglich sein. Wir haben da auch keine Zaubertools verwendet. Genau, also es füllt sich ein Balken, ein Fortschrittsbalken. Ich kann sehen, wo stehe ich schon, und ich habe die Möglichkeit, symbolisch mir mein Täschchen zu packen und Kompetenzen zu erwerben.
Gleichzeitig haben wir auch Elemente der Selbststeuerung eingebaut, wenn man so will. Also beispielsweise können Studierende über Häkchen, die hier rechts eingebildet sind, nachhalten, was habe ich schon gemacht, was möchte ich mir vielleicht nochmal angucken, was ist für mich erledigt. Am Ende jeder Vorlesungseinheit gibt es dann auch ein Quiz mit Selbstkontrollfunktion, was die Studierenden auch irgendwie sehr ansprechend fanden. Das sind jetzt, wie gesagt, mal ein paar Beispiele. Wir haben das Ganze also dann auch versucht zu evaluieren und zu begleiten, sind jetzt schon im zweiten Turnus, also haben das im Sommersemester 2019 schon abgeschlossen sozusagen. Da gab es zwei Online-Umfragen zu Beginn und am Ende und eine anschließende qualitative Interviewstudie. Jetzt sind wir gerade noch mitten in der laufenden Auswertung der jetzigen Lehrveranstaltung und machen das eigentlich vom Setting her ähnlich. Das fanden wir, glaube ich, recht gewinnbringend. Also auch wieder Online-Befragungen am Anfang und am Ende und qualitative Interviews. Wir sind aber jetzt, glaube ich, schon etwas zielgerichteter, was unsere Fragen auch angeht. Also einiges wissen wir jetzt, glauben wir ganz gut zu wissen. Das machen die Studierenden gerne, das motiviert, das funktioniert. Aber es haben sich gleichzeitig ganz viele neue Fragen aufgetan. Und das finden wir auch gerade so spannend, jetzt mit euch zu diskutieren. Denn als dieses Projekt gestartet hat, war, wie bei vielen anderen Projekten auch, von Corona noch überhaupt keine Rede. Hat aber jetzt natürlich eine nicht ahnbare oder voraussehbare Relevanz genommen. Ich sag mal so nicht qualitativer Natur, aber vielleicht was die Quantität angeht. Also jetzt ist irgendwie überall alles digital und deswegen finden wir das besonders interessant, da nochmal weiter zu schauen und auch das mit euch zu diskutieren. Ganz kurz zu den Ergebnissen, wirklich nur ein grober Überblick. Also wir haben rausgefunden, dass sich so ein paar Dinge rauskristallisieren und die interessanterweise auch einige Gegensätze aufzeigen. Also die Studierenden schätzen und befürworten und unterstützen diese Flexibilisierung, das mobile Lernen. Sie mögen die Elemente zur Selbstkontrolle. Gleichzeitig treten das Verlangen nach Kommunikation und Interaktion auch irgendwie neu aufs Feld und stellen Fragen, die Studierenden fragen sich, wie können wir jetzt eigentlich eine Interaktion realisieren, wie sie in Präsenzlehre möglich wäre. Die Elemente zur Selbstkontrolle und die Gamification-Elemente werden teilweise eben auch als positiv bewertet. Andererseits werden auch Fragen in den Raum geworfen, was wird da eigentlich für einen Druck irgendwie suggestiv aufgebaut und inwiefern muss ich mich daran beteiligen, inwiefern spielt das vielleicht für Benotung eine Rolle und so weiter. Was wir auch gesehen haben, ist, dass die Vielfältigkeit und die kleinen, knappen Elemente und Aktivitäten sehr geschätzt werden. Ich gehe gleich auf die Frage ein. Und das aber eben auch wieder die Frage gestellt hat nach Selbstverantwortung und selbstorganisierten Lernen. Die Veranstaltung war im ersten Durchlauf, die Vorlesung war in E-Learning und die Übungen dazu waren in Präsenz. Und jetzt im Corona-Jahr war natürlich dann alles digital. Ich glaube, das war die Frage. Und dennoch haben sich diese Fragen gestellt. Also wir hatten eine begleitende Präsenzübung dazu in kleinen Gruppen und auch da haben sich schon diese Fragen gestellt. Jetzt kann man sich also vorstellen, diese Relevanz dieser Fragen hat nicht gerade abgenommen. Genau. Wir haben dann einige Themen sozusagen zugespitzt auf den Bereich Macht und Beeinflussung in der Lehre, beziehungsweise im Grunde genommen insbesondere in der digitalen Lehre. Und wie gesagt, das hat ja jetzt noch mal eine ganz andere Relevanz bekommen. Und hier würden wir dann auch schon ansetzen und sozusagen das Ganze mit euch auch diskutieren wollen, aber jetzt auch nicht so ganz frei, sondern schon in so einem Rahmen, wo wir sehen, da haben wir einige interessante Ambivalenzen rausgefunden und da sehen wir auch Herausforderungen für die Hochschuldidaktik. Das würde ich dann gerne einmal ganz kurz vorstellen, bevor ihr dann auch alle direkt auf den Miroboards euch beteiligen dürft. Also zum einen haben wir das so zugespitzt auf den Bereich Kommunikation beziehungsweise Nicht-Kommunikation. Wir haben jetzt als Dozierenden eine ganz andere Machtposition, Kommunikation zu steuern. Wir geben einerseits vor, zu welchen Themen gibt es überhaupt ein Forum? In welchem Seminar gibt es kein Forum? Wo ist das ein anonymes Forum? Wo ist das ein offenes Forum? Wir können Rederecht in synchroner Lehre
verteilen oder auch den Studierenden entziehen. Wir haben also ganz andere Mechanismen der Machtausübung und andererseits haben die Studierenden das vielleicht auch, indem sie sich da viel leichter rausziehen können und sagen können, okay, da partizipiere ich nicht. Und das haben wir eben zugespitzt auf die Fragen, ob die digitale Lehre diese Machtverhältnisse verstärkt oder wie ihr das seht. Und wie wir damit eben umgehen können. Der zweite Punkt ist dann Professionalität und Privatsphäre. Also wir haben eben festgestellt, dass durch die digitale Lehre und durch das digitale Semester sozusagen diese Grenzen verschwimmen. Es wird auf einmal Gruppenarbeiten gemacht in Chatgruppen, die sozusagen zeitlich entgrenzt sind. Wir schauen durch die Kamera in das Wohnzimmer der Studierenden. Wir hören deren Geräusche. Wir hören Kinder im Hintergrund. Wir Dozierenden haben vielleicht ein repräsentatives Büro. Wir haben vielleicht eine Bücherwand. Wir können vielleicht einblenden, dass hinter uns eine New Yorker Skyline zu sehen ist. Das heißt, wer ist jetzt dafür zuständig, dafür irgendwie Sorge zu tragen, dass es da noch eine Work-Life-Balance gibt? Wer ist dafür verantwortlich, dass es da eine Abgrenzungsmöglichkeit und auch eine Sicherheit für Studierende gibt? Und wie kann das von der Universität unterstützt oder gefördert werden? Und dann auch schon der eben angesprochene Bereich Interaktion und Gemeinschaft. Also wie können wir es jetzt ja denn doch noch schaffen, dass wir Interaktion und Gemeinschaft fördern, dass wir Diskussion und Diskurs fördern und dass wir wortwörtlich sagen, dass einige Studierende sozialer Vereinsamung entgegenwirken, ohne das sozusagen zu sehr erzwingen zu müssen. Was können wir da machen? Genau, und da laden wir euch auch jetzt eigentlich schon direkt ein. Ich hoffe, der Link funktioniert, sonst gebt mir Feedback im Chat. Wir haben genau diese Fragen, die ich jetzt eben vorgetragen habe, nochmal. Ja, ich glaube, es funktioniert. Ich sehe schon die ersten Meldungen. Der Link ist jetzt ganz nach oben gerutscht im Chat. Soll ich den nochmal posten? Das kann ich natürlich nochmal eben machen. Wir würden jetzt gerne einfach 3 Minuten geben, sodass jeder ein paar Gedanken dort hineinschreiben kann. Genau, ja, danke. Das war noch ein wichtiger Hinweis. Also nicht bis zum Ende der Session, sondern 3 Minuten und ich bin auch schon über die Zeit. Und danach diskutieren wir das auch ein bisschen gemeinschaftlich, natürlich. Ihr dürft euch auch vielleicht jetzt schon direkt per Audiokommentar an uns wenden, melden, in den Chat schreiben, wie euch das lieb ist. Oh, ich hab zu lang geredet. Da passiert schon viel, ja. Soll ich ranzoomen irgendwo? Okay, gleich. Die Studierenden haben aber auch die Möglichkeit, sich mehr zu beteiligen, Feedback zu geben, sich untereinander zu vernetzen. Ja, ach so, ja, ich dachte, wir können das. Okay. Ja, es tut sich einiges. Ich glaube, die Relevanz der Themen trifft den Zahn der Zeit. Sagt mir, wie ich zoomen soll. Was möchtet ihr sehen? Okay. Das kann ich so vielleicht Themen durchgehen. Das hat er immer von uns. Ich glaube, ich muss mal einen Refresh machen.
der Hintergrund ist versehen gelöscht worden. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das ist nicht schlimm, genau. Das ist das am wenigsten Wichtige. Gute Zeit. Genau. Sollen wir in die Diskussion gehen? Genau. Also wir würden jetzt in einer knappen halben Minute in die Diskussion gehen. Für die Diskussion freuen wir uns, wenn sich einige von euch auch per Mikro beteiligen können. Ich denke, ihr habt die Gelegenheit gehabt, schon einiges hier zu lesen und vielleicht fordert euch einiges heraus, dort auch einen Kommentar dazu abzugeben. Okay. Kurzer Hinweis. Ich glaube, wir müssen Leute, die sich mit einem Wortstatement beteiligen wollen, freischalten. Oh. Also bitte im Chat melden, wer zugeschaltet werden möchte. Okay. Also man, gut, wir können sehen, es ist noch ziemlich rege Aktivität. Aber oder ihr macht alle zu Speakern dann. Genau, ich bin gerade mal. Ich, ja. Super. Genau, wer jetzt alles schon vorher sprechen will, kann das auch unserem Host sagen. Also, wie wir sehen können, sind es nun drei Themenfelder, von denen ja auch, sag ich mal, sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, Erfahrungen, Lösungen sich hier herauskristallisieren. Also zum Beispiel bei der Work-Life-Balance habe ich in der Mitte gelesen, dass natürlich Verantwortung auch bei der Universität liegen kann. Und da ist natürlich die Frage, welche Rolle nehmen eigentlich Dozierende dann in Relation zu ihrer Universität ein? Das ist ja dann auch wieder so ein Machtverhältnis, wo hier auch vielleicht in Corona-Zeiten ganz oft so die Idee war, dass Verantwortung delegiert wird an die Dozierenden, dass Dozierende letztendlich natürlich auch dieses Bindeglied sind. Das kann man da ganz gut rauslesen. Hier haben wir zum Beispiel auch noch eine Frage, wie viel Zeit Studierende tatsächlich verwenden. Also kann man sie anregen, Zeitmapping zu betreiben? Ist natürlich auch die Frage, wie realistisch ist das Ganze? Steht hier auch. Wie realistisch sind unsere Zeiteinschätzung? Finde ich auch total interessant und wichtig, was Work-Life-Balance betrifft. Und genau, dann ist ja die Frage mit Lehre, ist der aufwendig geworden? Das spielt auch so in diese Zeitebene eine Rolle. Und dann sind es natürlich noch andere Ebenen, die dort sind. Das ist so dieses Nähe-Distanz. Also wir haben einmal so eine zeitliche Ebene, quasi eine räumliche Ebene. Und da steht hier aber auch wiederum der Kommentar, dass das auch sehr erfrischend sein kann, so diese andere Nähe einmal herzustellen, wo man vielleicht etwas lernt über das Gegenüber und das Machtgefälle sich dadurch in Teilen, wie man hier lesen kann, auch ausgleichen kann.